Das ist doch der reinste Wahnsinn. Die müssen doch verrückt sein, bei diesen Witterungsverhältnissen hier ein Rennen zu fahren. Ach was, ey. Das Vaillant-Team und das Leader-Team sind doch schließlich abgebrühte Profis. Profis oder nicht? Der Lake Tahoe liegt 200 Meter neben der Rennstrecke und die ist total vereist, Mann. Okay, du magst vielleicht recht haben, aber das ist nicht unser Problem. Wir haben ja nur dafür zu sorgen, dass die Strecke einigermaßen schnee- und eisfrei ist. Für das Rennen sind wir nicht verantwortlich. Meilen sind für ein Rennen keine lange Distanz. Aber die Strecke führt zweimal um den See. Der Lake Tahoe windet sich öfter als eine Schlange im Sand. Und fast alle Kurven sind vereist. Aber Papst, wir sind doch schon ganz andere Strecken gefahren und haben gewonnen. Jungs, unterschätzt diese nicht. Auf dem Kurs sind viele Steilhänge, wo mehrmals am Tag Lawinen runtergehen. Das ist lebensgefährlich. Ja, und dann kommt noch ein Erschwernis hinzu. Kramer und Fox nehmen auch am Rennen teil. Die können ruhig antreten. Wir haben die viel besseren Reifen als die. Ich wünsche mir zum ersten Mal, die beiden würden nicht am Rennen teilnehmen. Wir werden trotzdem gewinnen, egal was passiert. Das ist die richtige Einstellung. Also, viel Glück, Leute. Die Strecke ist für mich ja wie geschaffen. Eis, Schnee und die Kameras sind Gott sei Dank nur an drei verschiedenen Stellen postiert worden. Trotzdem ist Vorsicht geboten, sonst könnte es sein, dass am Ende du noch über eine Klippe fährst, Kramer. Ich werde schon dafür sorgen, dass es einen der Vaillants erwischt. Wenn denen der kleinste Fehler passiert, drücke ich den Wagen den Abhang runter. Diesmal werde ich am längeren Hebel sitzen und der Teamleader wird stolz auf mich sein, arme Vaillants. Welchen Tricks Kramer diesmal arbeitet. So etwas kann in der Tat tödlich enden. Na warte, dir werde ich schon zeigen, Kramer. Am Ende werden wir sehen, wer gewinnt. Michelle, alles okay bei dir? So gut wie. Papst hatte recht. Kramer zeigt mal wieder sein wahres Gesicht. Ich hab's auch gesehen. Dieser Mistkerl hat alles drauf angesetzt, sich den Abhang runterzudrängen. Aber wir können es nicht beweisen. Wenn wir Kramer beschuldigen, kommt Fox und behauptet das Gegenteil. Dann steht wieder Aussage gegen Aussage. Aber wie sollen wir dann das Rennen gewinnen, wenn wir jedes Mal, wenn wir versuchen zu überholen, von Kramer abgedrängt werden? Keine Angst, wir werden gewinnen. Wir müssen nur ein wenig mehr Kreativität zeigen. Ich hab da auch schon eine Idee. In der nächstlängeren Gerade werden wir... Soeben hören wir die Wagen auf, die Kamera 1 zu kommen. Der erste Wagen biegt um die Kurve. Es ist Bob Kramer vom Leader-Team. Michelle Vaillant hält den zweiten Platz, gefolgt von Julie Woods, Steve Vaillant und Peter Fox. Die Fahrer liefern sich ein packendes Rennen. Dies könnte das Rennen des Jahres werden. Okay, Kollegen, dann packen wir es mal an. Du hast wohl noch nicht genug, Vaillant. Na schön, dann mach dich auf einen kleinen Sturzflug bereit. Es wird sich schon noch eine Gelegenheit ergeben und dann werde ich mich rächen.
Sekunden vor Kramer und du gewinnst mehr und mehr an Abstand. Ich weiß, Paps, das ist mein Rennen. Diese Wolken geben mir zu denken. Es sieht wieder nach Schnee aus, also sei schön vorsichtig. Mich kann jetzt nichts mehr aufhalten. Julie fährt heute wirklich ein großartiges Rennen, Paps. Sie ist eben wie du, geboren, um zu gewinnen. Nach dem ersten Checkpoint führt jetzt Julie Woods mit 8 Sekunden vor Bob Kramer. Aber wird sie auch die Führung halten können? Aus. Die anderen Wagen sind noch nicht einmal zu hören, als sie an unserer Kamera vorbeifährt. Oh mein Gott! Soeben stürzten einige Eisbrocken auf die Strecke. Das heißt, für nachfolgende Fahrer ist höchste Vorsicht geboten. Wird es womöglich einen Unfall geben? Wow! Julie fährt das Rennen ihres Lebens. Weder dieser Kramer noch einer von uns kann sie jetzt noch einholen. Hoffentlich passiert nichts Unvorhergesehenes. Gut. Umsonst versucht es keiner, mich von der Strecke zu drängen. Na, warte. Dir werde ich eine Lektion in Fairness erteilen. Weit und breit keiner zu sehen. Noch knappe 50 Meilen, dann kann ich meinen ersten Traumsieg feiern. Hey, das hört sich an wie ein Flugzeug. Eine Lawine und sie geht genau vor mir runter. Ich muss irgendwie versuchen, den Schneemassen auszuweichen. Mich, als hätte mich gerade eine Dampfwalze überrollt. Ah, mein Knöchel. Oh, ich muss ihn mir bei dem Aufprall verstaucht haben. Ein Wunder, dass mir bei dem Absturz nicht mehr passiert ist. Oh je, das sind ja mindestens 300 Meter. Jetzt werde ich mal versuchen, diesen Kramer zu überholen. Zum Glück hat Julie den Sieg schon so gut wie in der Tasche. Du glaubst doch nicht etwa im Ernst, dass du mich in der Kurve überholen kannst, Major. Oh, oh nein, das gibt's doch nicht.
nochmal, jetzt hat mich Vaillant doch überholt. Es scheint heute nicht mein Tag zu sein. Da werde ich ganz schön lang brauchen, bis ich oben bin, aber ich muss zur Straße zurück. Verstauchten Knöchel nur schaffen. Nach letzten Meldungen führt jetzt Michel Vaillant mit 3 Sekunden vor seinem Teamkollegen Steve Vaillant. Dritter ist Bob Kramer vom Leader-Team. Doch was ist mit Julie Woods? Soeben hören wir die Fahrer in die Kurve vor der Zielgeraden einbiegen. Und Herren, der Sieg geht an Michel Vaillant, zweiter wird Steve Vaillant und der dritte Platz geht an Bob Kramer. Doch weiterhin bleibt die Frage offen, wo ist Julie Woods? Hatte sie vielleicht einen Unfall? Das war ein großartiges Rennen, Michel. Du bist eine sensationelle Zeit gefahren. Ich muss unbedingt Julie gratulieren. Wo ist sie? Das wollte ich gerade dich fragen, Michelle. Oh, wovon redet ihr eigentlich, Leute? Julie ist leider spurlos verschwunden. Wo ist Julie, Kramer? Woher soll ich denn das wissen? Ihr habt doch gesehen, ich bin nach euch ins Ziel gekommen. Und Julie war doch weit vor uns allen. So wie die gefahren ist, ist sie sicherlich von der Straße abgekommen. Steve, Kramer trifft keine Schuld, dass Julie verschwunden ist. Schon möglich, aber wir müssen sie finden. Wir werden eine Suchaktion einleiten. Hallo Teamleader, hier spricht Kramer. Ich habe gehört, Julie Woods wird vermisst. Die vom Vaillant-Team machen sich auf die Suche nach ihr. Haben Sie irgendwelche Anweisungen? Ja, du und Fox, ihr werdet dem Vaillant-Team folgen und dafür sorgen, dass sie einen kleinen, aber folgenschweren Unfall haben. Genau auf diese Anweisung habe ich gewartet, Teamleader. Over and out. Die Polizei hat Hubschrauber eingesetzt, aber das Gelände ist ziemlich unübersichtlich. Fahr zu der Stelle, wo die Lawine abgegangen ist. Vielleicht findet ihr dort eine Spur. Ich weiß, wo diese Stelle ist. Genau da habe ich Kramer überholt. Sehr gut, wir halten Funkkontakt. Nehmt diese Walkie-Talkies. Ich ewig, bis ich da oben bin, aber hier bin ich verloren. Ich muss mich irgendwie bemerkbar machen, dass die Rettungshubschrauber auf mich aufmerksam werden. Moment mal, im Wagen muss noch eine Notfackel liegen. Damit müssten sie mich sehen. Verschwinde, du blöder Puma! Such dir gefälligst was anderes zum Fressen! Ich habe gesagt, du sollst verschwinden! Wohl einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Jetzt lauf zu deiner Mutter. Mach's gut, Kleiner. Oh.
Ich glaube, hier muss irgendwo die Lawine runtergegangen sein. Okay, lass uns hier anhalten. Vielleicht finden wir hier eine Spur von Julie. Von hier oben kann man nichts erkennen. Wir müssten schon da runtersteigen. Na gut, worauf warten wir noch? Müssen wir nur noch auf den richtigen Moment warten, um zurückzuschlagen. Und dann wird uns das Major-Team nicht mehr im Wege stehen. Ich habe dir absolut nichts getan, also lass mich gefälligst in Ruhe. Oh Gott, bitte hilf uns, dass wir Julie bald wiederfinden, wenn wir wenigstens irgend... Na? Da vorne, seht ihr das? Das ist eine von unseren Notfackeln. Ja, das muss Julie sein. Ich sage sofort Papst Bescheid, dass wir sie gefunden haben. Ach... Na, das muss Julie Woods sein. Na, das geht ihr schneller, als ich gedacht habe. Jetzt können wir alle Fliegen mit einer Klappe schlagen. Verschwinde! Geh zu deinem Jungen! Julie! Oh. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Oh. Er weicht nicht zurück. Wir müssen ihn irgendwie verjagen. Ja. Augenblick, das haben wir gleich. Nimm das, du Bestie! Was ist hier eigentlich los, Julie? Sieht so aus, als würde sich mein kleiner Freund hier revanchieren. Ist alles in Ordnung, Julie? Ja, dank euch und der Hilfe meines neuen kleinen Bärenfreundes. Du wirst sehen, Fox, dies wird das perfekte Verbrechen. Der Schneebrocken wird sich in eine riesige Lawine verwandeln und alles mit sich reißen, was im Wege ist. Und dann auf Nimmerwiedersehen, Major-Team. Oh. Hey, Fox, was ist denn los mit dir? Na los, schieb schon an. Hast du was an den Ohren, Fox? Ich hab gesagt, du sollst. Fox und Kramer, wie nett von euch, dass ihr uns Gesellschaft leistet. Wollt ihr etwa schon Weihnachten mit uns feiern? Sehr gut.